Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial-Video von MinecraftCityWheel.de. Wie im letzten Tutorial-Video angesprochen, befinden wir uns heute hier im Office, beziehungsweise erstmal auf der Homepage. Letzteres angesprochen im ersten Tutorial-Video war das Voten. Voten wie folgt, und zwar klickt ihr links oder hier in der Mitte auf den Vote-Button drauf, kommt auf eine andere Seite drauf, gebt den Capture-Code ein, der zu sehen ist, den Namen auf eurem Server und klickt auf Bewerten. Automatisch werden euch dann in-game nach einer kurzen Synchronisationszeit 50 In-Game-Dollar gutgeschrieben. Das könnt ihr das Ganze einmal am Tag machen, alle 24 Stunden. Was man hier noch so findet auf der Homepage ist einmal die Regeln, in welche wir beim ersten Tutorial-Video drin waren, wo das Codewort stand, mit welchem wir uns freigeschaltet haben. Einmal die Bauregeln. Bauregeln heißt, für jedes einzelne Themengebiet haben wir spezifische Bauregeln, an welche Blöcke man sich halten sollte, wie man dann baut und welche Form das Haus schlussendlich haben sollte. Denn es soll ja nach Themen gerichtet sein, das Ganze, deswegen auch spezifische Bauregeln, damit das Ganze auch dementsprechend dann auch gut aussieht. Einmal eine kleine Info über das Team, wer im Team ist, und eine kleine Beschreibung. Dann haben wir hier einmal das Forum, wo man ganz viel und ganz wichtige Informationen findet, gerade für den Einstieg oder auch Neuigkeiten, die den Server betreffen, werden dort reingeschrieben. Einmal die Live-Map und einmal das FAQ, in welches ihr auf jeden Fall viele wichtige Dinge finden werdet, wie im ersten Tutorial-Video angesprochen. Auf jeden Fall sehr interessant. Am besten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, guckt da rein, da steht eigentlich meist alles drin. Dann kommen wir eigentlich zum Wesentlichen dieses Videos, und zwar die Office-Registrierung. Registrieren fürs Office ist wichtig, da wir natürlich in-game Grundstücke kaufen möchten und diese natürlich auch verwalten wollen. Das Ganze geht wie folgt. Rechts hier markiert Office Login. Einloggen können wir uns natürlich nicht, wir sind nicht registriert. Das heißt, wir klicken hier auf Registrieren. Einmal drauf gedrückt, kommen wir in ein neues Fenster. Für die Office-Registration müssen wir online sein. Das heißt, wenn ihr nicht online seid, kriegt ihr diesen Code nicht zugeschickt, den man hier bekommt. Das heißt, ihr geht in Minecraft rein, geht auf die Homepage, füllt hier einfach die vier aufgelisteten Sachen ein. Das heißt, mein Minecraft-Username, trage ich jetzt einfach mal ein. Meine E-Mail-Adresse, dazu ein beliebiges Passwort. Und drücke dann nach dem Wiederholen des Passworts hier auf Registrieren drauf. So, solltet ihr jetzt alles richtig gemacht haben, solltet ihr in-game, wie man jetzt hier sieht, einen In-game-Code bekommen. Dazu sollte im Chat stehen, dein Rec. Code lautet und dann ein beliebiger Code. Wenn ihr das seht, dann geht ihr wieder auf die Homepage. Nachdem wir jetzt den Ingame-Code erhalten haben, den Registriercode, tippen wir den hier ein. Groß- und Kleinschreibung bitte beachten. Falls ihr diesen Ingame-Registrierungscode für das Office einfach nicht erhaltet, bitte einmal Code neu senden drücken. Vielleicht habt ihr ihn auch überlesen, und wenn er wirklich zu 100% nicht ankommt bei euch, dann schreibt bitte einen Supporter an oder aber auch einen Moderator, der kann euch auf jeden Fall manuell freischalten und euch da weiterhelfen. Das sollte dann auch kein Problem darstellen. Wenn ihr diesen Registrierungscode eingetragen habt, drückt ihr einfach hier auf Validieren und schon befinden wir uns hier im Office, registriert und eingeloggt. Wir befinden uns gerade auf dem Home-Button. Hier oben sind die ganzen Reiter zu sehen, die man dann anklicken kann. Das ist jetzt hier die Startseite. Hier stehen eigentlich nur diverse News, was den Server betrifft, beziehungsweise Neuigkeiten, die im Forum erscheinen. Dann gibt es hier einmal das Grundbuch. Dort könnt ihr Grundstücke kaufen. Eigene Grundstücke. Dort könnt ihr eure gekauften Grundstücke einsehen und verwalten. Den Vote-Button. Voten, ganz klar. Den Ingame-Chat. Ein Spenden-Button. Das ist für jeden nicht pflichtend. Das ist einfach nur, wenn einer spenden möchte, kann er dies gerne tun, steht jedem offen, und dafür ist da nochmal eine Erklärung drin. Dann haben wir hier die Rangliste, die Warp-Liste, wie im ersten Tutorial-Video erwähnt, den Status vom Server und das Forum. Wir möchten natürlich jetzt ein Grundstück erlangen am Anfang, das heißt, wir haben in-game jetzt 100 In-game-Dollar Startkapital. Wir gehen jetzt einfach mal ins Grundbuch rein, dort seht ihr hier links die Auflistung, Städte, Bereiche. Alle Themengebiete, die zur Verfügung stehen, sind hier aufgelistet. Und einmal eine Filteroption, und zwar freie Grundstücke. Wir möchten natürlich jetzt ein Grundstück kaufen, wird ein bisschen mühselig jetzt. Und zwar klickt ihr jetzt hier einfach mal auf freie Grundstücke drauf.
Wenn ihr dies getan habt, sollte eine elendig lange Liste erscheinen und elendig viele Seiten an freien Grundstücken. Um das Ganze zu vereinfachen, Ghetto wäre der Startbereich, das heißt, ich klicke jetzt einfach mal auf Ghetto drauf. Sind natürlich die ersten Seiten alle voll. Gehen wir jetzt einfach mal auf Seite 10, letztere. Dort sehen wir jetzt einfach von oben, nehmen wir mal Ghetto 453. Steht auf Public, Kaufpreis 50, Miete ist eh uninteressant. Es steht auf 0 und ein Kaufbutton, eine auf der Karte anzeigen und eine Einstellung neu schreiben. Wenn wir dieses Grundstück erlangen möchten, können wir dieses kaufen. Das geht wie folgt, und zwar klicke ich einfach auf diesen Button drauf. Es kommt eine Frage, ob ich dieses Grundstück wirklich kaufen möchte, und ich drücke auf OK. Dir wurde das Grundstück zugewiesen. Eine wichtige Sache noch, und zwar, wenn ihr gucken möchtet, wo dieses Grundstück denn genau liegt, könnt ihr das auch tun. Da gibt es ja auf der Karte Anzeigen, könnt ihr draufklicken. Das sollte zentriert in der Mitte auf der Karte angezeigt werden, von oben Vogelperspektive. Und Einstellungen neu setzen kommen wir später nochmal zu. Jetzt haben wir uns das Grundstück natürlich angeeignet. Ich habe jetzt natürlich ein paar mehr. Wir suchen jetzt einfach mal Ghetto 453. Das markierte wäre jetzt das Grundstück, was ich gerade gekauft habe. Steht jetzt auf None, weil es einem Spieler gehört. Kaufpreis ist halt immer noch 50 und ich habe jetzt hier diverse Optionen. Ich kann einmal mir das Grundstück auf der Karte anzeigen lassen. Ich könnte es an einen Makler verkaufen, sofern ich es nicht mehr haben möchte. Makler bei uns sind Spieler. Diese Spieler haben den Job, Grundstücke zu übertragen an andere Spieler und diese anzukaufen und an andere Spieler weiter zu verkaufen. Das heißt, dieser Werdegang, falls ihr ein Grundstück verkaufen möchtet, läuft immer über einen Makler ab und nicht über ein Teammitglied. Dann haben wir hier Mitbesitzer ändern. Dort können wir jetzt einfach mal draufklicken. Könntet ihr jetzt einen Spieler hinzufügen, sofern ihr zu zweit spielt. Könntet den eintragen, kostet $25 einmalig zum Eintragen und könntet Mitglied hinzufügen klicken. Das wollen wir natürlich jetzt nicht machen. Weiteres wäre LWC-Infos, das sind einfach eure gesicherten Truhen und Türen. Schematics, das heißt, ihr könnt das Grundstück downloaden, sofern ihr es besitzt und da was drauf gebaut habt und das zum Beispiel mit Singleplayer-Commands in den Singleplayer auch einfügen. Nochmal Schematics, zweimal deswegen, einmal eine Historie für uns, fürs Team, wie viele dieses Grundstück besitzt haben, und für jeden Besitzer gibt es dort eine Schematic zum Download. Einstellungen neu schreiben, ganz wichtiges Thema, und zwar solltet ihr das Grundstück erlangt haben und sollte mal der Server restartet werden, kann es sein, dass ihr auf diesem Grundstück nach dem Restart keine Baurechte mehr habt. Dann geht ihr einfach ins Office rein und drückt hier diesen Button. Einen der drei Diskettensymbole, kommt auch immer ein kleines Pop-up, da steht dann Einstellungen neu schreiben und klickt den einfach an und dann diese Einstellungen neu setzen, okay, und dann steht hier auch direkt in grün, Einstellungen wurden neu gesetzt. Für den Anfang, bevor ihr nicht das Grundstück immer suchen müsst, welches ihr euch angeeignet habt, ganz einfach, und zwar gibt es die tolle Funktion bei uns im Office, wenn ihr online seid, euch zu eurem Grundstück hin zu porten. Das heißt, ihr geht ins Office rein, nachdem ihr das Grundstück gekauft habt, auf eigene Grundstücke, drückt den Teleport-Button und steht schon mitten auf eurem leeren Grundstück und könnt direkt loslegen mit dem Bauen, sofern ihr irgendwas gefarmt habt. Auf jeden Fall sehr komfortabel und rentiert sich auf jeden Fall, und ja, es gibt auch weniger Fragen, wo denn mein Grundstück ist oder sonst irgendwas. Das läuft auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist zum Grundstück kaufen und verkaufen. Das heißt, ihr könnt das so erlangen, das Grundstück. Und könnt dementsprechend euch eins aneignen. Solltet ihr insofern mehr Geld bekommen, gibt es natürlich hier, wenn ich jetzt wieder auf Grundbuch klicke, andere Gebiete. La Palma, Lagune, Canyonville, Dammgebiete, das gehört mit zu Landville. Privatinseln gibt es, Skyline, das ist eine Hochhausgegend bis 256. Dort sollen richtig coole und fette Bauten entstehen. Und da gibt es auf jeden Fall eine Vielfalt an Sachen, die ihr hier kaufen könnt, sofern ihr halt die Zeit investiert und auch den Spaß bei habt, dort zu farmen und euch hochzuarbeiten. Und auf jeden Fall für jeden was dabei. Möchte ich noch zum Schluss eine Sache erklären. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal auf Spende drauf. Spenden und VIP Premium werden. Das ist einfach eine ganz... ein ganz heikles Thema, und zwar
gibt es viele Fragen, wie man denn das macht und das Ganze drumherum, und das möchte ich jetzt einmal kurz ansprechen. Also für die, die es nicht interessiert, also danke fürs Zugucken und ich hoffe, das war interessant und ich konnte euch damit helfen. Und ich hoffe auch, man sieht sich in-game und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Das Weitere, was ich jetzt dann noch erklären möchte, ist das mit dem Spenden, weil das ist ein sehr häufiges Thema bei uns, dass wir gefragt werden, wie das Ganze funktioniert. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz ansprechen. Und zwar, falls ihr spenden möchtet, es ist nicht verpflichtend, es ist einfach nur frei jeden. Ja, es ist eure Entscheidung, ob ihr spenden möchtet, also ihr müsst es nicht tun. Es steht auf jeden Fall zur Option, dies zu tun, wenn ihr es machen möchtet. Und zwar könnt ihr VIP werden auf unserem Server, Premium oder aber auch Elite. VIP kostet 10 Euro, wie es hier unten steht. Der Preis beträgt 10 Euro PaySafe Card oder 11 Euro via PayPal. 11 Euro via PayPal, ganz einfach aus dem Sinne, da jeder, der PayPal benutzt, immer der, der das Geld empfängt, dafür zahlen muss. Das ist bei PayPal in geringen Beträgen nicht wenig, deswegen kostet das 1 Euro mehr. Wenn ihr spendet, bekommt ihr mehrere Rechte. Das heißt, ihr könntet euch zu Spieler porten, ihr könntet mehrere Homes setzen, ihr könntet eure Zeit in-game ändern und ihr könnt gucken, wann derjenige online war. Flymod-Option, falls ihr kein Zombie-Flymod oder sonstiges benutzt, hättet ihr in-game dann eine Feder in der Hand zur Verfügung. Mit rechter Maustaste könnt ihr dann fliegen. Das wäre VIP. Kostet 10 Euro einmalig und 11 Euro per PayPal. Einmalige Spende ist das. Würdet in-game auch 1000 In-Game-Dollar bekommen. Premium wäre das nächste, das ist aufstockend darauf. Das kostet genau dasselbe, bietet mehr Vorteile und hält 3 Monate an. Das heißt, wenn ihr noch weiter spenden möchtet, könnt ihr dies auch tun. Das kostet, wie gerade schon gesagt, dasselbe. Hier unten ist es markiert wie VIP. Habt dann dementsprechend noch mehr Befehle, die findet ihr aber auch hier im Reiter. Und dann würde es sogar noch einen Status mehr geben, da es sehr viele Leute gibt, die noch mehr spenden möchten, haben wir damals den Rang Elite eingefügt. Der wäre nach insgesamt 6 Spenden, würdet ihr Elite sein, ihr hättet dann noch mehr Rechte, kriegt ein 200x200 Grundstück in-game und vieles mehr. Dazu weiteres aber auch im Forum, weil ich möchte jetzt hier keinen Spendenaufruf starten, sondern ich möchte das einfach nur einmal kurz angeben, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr spenden möchtet. Hier unten ist Spenden für PayPal oder die PaySafe Card. Die erste Spende ist immer VIP, aufbauend darauf Premium. Also man kann nicht direkt Premium werden, denn man spendet halt 20 Euro. Aber wie gesagt, es sollte jetzt kein Spendenaufruf sein. Ich möchte das ganze Thema nur einmal kurz anreißen, denn es wird sehr oft gefragt, wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht guckt der ein oder andere sich das dann an und dann hat das direkt verstanden. So, das zum Office. Weiteres folgt in den nächsten Tutorials. Ich denke mal, da wird noch einiges uns einfallen, was wir dann euch zeigen könnten. Da gibt es jede Menge Erklärungsbedarf. Und ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt hier gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen damit und euch das einigermaßen gut rüberbringen. Und dann würde ich einfach sagen, man sieht sich in-game. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, Erfolg und dann bis demnächst.